So, wenn Waldfleisch eine Musikrichtung wäre, dann wäre es sicher Jazz. Wild essen, gemütlich sein und Jazz hören, das passt. Ich bin Agnes Biolek. Zusammen mit meinem Mann haben wir einen Online-Shop waldfleisch.eu, wo wir Wildspezialitäten an Privatkunden verkaufen über den Online-Shop. Die Idee ist ganz klar von meinem Mann. Also er ist jagen gegangen, schon seit Jahren. Und dann hat er zuerst einmal so im kleinen Stil, einfach wie viele Jäger das machen, einfach wild an Freunde verschenkt und auch verkauft. Und dann ist es halt weiter gewachsen. Unsere Philosophie ist Nose to Tail, also alles wird verbraucht vom Tier. Also alle Stücke kann man bei uns kaufen, von Wildschwein, Reh und Hirsch. Was auch sehr cool ist, ist, dass einfach alles schon mal konsumbereit, konsumfertig vorbereitet ist. Das heißt, es ist alles schon in Stücke geschnitten. Man muss nicht die ganze Keule zum Beispiel kaufen und dann selber irgendwie draus was machen, sondern alles wird professionell vorbereitet von einem Metzger. Wildfleisch ist generell sehr nachhaltig, weil es eben aus der Natur kommt. Also alles, was wir haben, ist wirklich aus der Natur. Es gibt kein Zuchtwild, ohne Medikamente, ohne Hormone. Es wurde nie gefüttert. Andererseits ist es auch sehr fettarm. Also es bewegt sich die ganze Zeit, sind eigentlich nur Muskeln. Darum ist es eben sehr fettarm und proteinreich. Also, als wir noch kein Kind hatten, dann war ich schon mit in dem Hochsitz. Da muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen überfordert, teilweise wie wirklich ein paar Stunden lang still zu sitzen. Also nicht, dass ich irgendwie nicht still sitzen kann, nicht darum, sondern wegen der Kälte. Weil wenn man sich nicht bewegt und es ist windig und kalt und feucht, dann ist es sehr unangenehm. Was ich zum Beispiel sehr gerne jetzt letzte Zeit gemacht habe, ist Hirschgeschnetzeltes mit so Paprikagemüse, also einfach mal so Weichgemüse mit Hirschgeschnetzeltem und dazu Reis als Beilage. Also sie macht viel mit, muss ich sagen. Mit in die Jagd ist sie auch schon mal, also nicht in den Wald, aber wir sind dann natürlich einfach zu Hause oder im Hotel geblieben, wo er dann ja gegangen ist. Wenn ich arbeite, versuche ich das jetzt nicht so nebenbei zu machen, dass sie darunter leidet, dass sie nicht meine Aufmerksamkeit hat, sondern ich bin eben hier in Tada und das ist eine super Lösung für mich, weil da kann sie professionell betreut werden und ich kann aber jederzeit zu ihr gehen, schauen, wie es ihr geht und dann in Ruhe arbeiten.